Ja, hallo, ich bin der Vari und ich möchte euch meinen Wildkamera-Testsieger 2023 präsentieren. Und zwar, hier ist er. Tada! Wieso ist jetzt hier keine Kamera? Ich muss euch die Kamera einblenden. Die Campag TC22. Diese Kamera ist momentan 16.000 Kilometer von mir entfernt auf einer kleinen Insel in Indonesien und verrichtet dort ihre Arbeit. Ich zeichne diese Kamera aus, weil sie von der Bild- und Tonqualität her ziemlich gut ist. Die Kamera hat einen integrierten Akku und ein aufgebautes Solarpanel, welches so gut miteinander ausgeglichen ist, dass das auch vernünftig passt. Selbst wenn der Akku in der letzten Nacht vollkommen leer gewesen ist, ist er bei solchen Lichtverhältnissen so weit wieder aufgeladen, dass er in der Lage ist, 2 bis 3 Videos in der Nacht zu machen. Und das ist hervorragend für solche Lichtverhältnisse. Die Tonqualität ist so lala. Das liegt aber auch daran, dass der Hersteller sich an die Schutzklassenverordnungen hält und das Mikrofonloch so weit mit einer Membran abdichtet, Gummimembran oder was das sein wird, dass da keine Feuchtigkeit eindringen kann. Ich zeige euch noch ein paar Beispielaufnahmen, die ich hier gemacht habe mit der Kamera und noch ein paar Aufnahmen, die ich in Indonesien gemacht habe. Leider sind in Indonesien noch keine Nachtvideos entstanden, aber die kommen garantiert noch. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen, die ihr jetzt seht. Und wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr meine neuesten Videos auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari, Frieden auf der Welt. Ganz wichtig.